Ah, Mann, ich blute! Bist du Mats, Alter? What the fuck? Warum machst du das? Ah, wie fliegt man den? Hilfe! Ah! Oh Gott! Strike ist mit dem Heli explodiert! Der ist noch schlechter als ich! Ist denn da ein Feuerlöcher dran angeschlossen an eine Gasflasche? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Oder ist da Sauerstoff? Doch, da ist Sauerstoff dann drin. Alter, was für eine geile Konstruktion. Das macht ja vollkommen Sinn hier. Ah, chillig, Bro. Danke. Mega. Das ist doch entspannt. Meinst du das, ja? Ja. Gibt's noch so ein paar Sachen, die wir hinlegen können? So Teppiche und sowas oder so? Nee, ne? Dass wir das hier ein bisschen einrichten als Zimmer. Oder kann man eine Kamera hier hinstellen? Geht das? Gibt's eine Kamera, die man aufstellen kann? Nee, wa? Als Deko-Ding? Jetzt hast du gerade einen Raketenwerfer in der Hand, das ist keine gute Idee. Ja. Ich mach's kurz kids-friendly, Moment. So. Vielleicht kann man ja hier so einen Maiskolben dann hinstellen, weißt du? Guck mal. Kornhub. Da kann man hier so ein. Das ist ein Five-Head-Move, verstehst du? Und jetzt tun wir hier noch Maiskolben hin. Genau. Und das ist dann der Kornhub. Das ist mega smart. Und die Kamera hier, die hängt gut. Wenn man hier drauf sitzt, das ist mega. Ich kann so Livestreams machen mit Romatra dann. Sehr geil. Ich habe mal ein Bild von ungespielt gefunden. Ja, mach drauf. Komm, das passt hier hin. Ach, what the fuck? Was ist das denn? Das ist nicht Unge. Boah, geil. Das ist ja mal geil. Das ist nicht Unge, aber. Das ist wer anders. Der sieht nur so aus. Guck mal, Tobi. Wir haben ein Bild von Unge in der Base hängen jetzt. Und ich mal gerade sein Maskottchen. Schlee. Kennst du Schlee? Das ist Unge. Nicht Unge. Das ist Unge. Der ist nicht, also. Erkennst du Schlee, das Maskottchen? Ja. Das lassen wir so. Das ist perfekt. Können wir noch ein Bild von Johnny Sins irgendwo haben? Ja, Mann, das ist super. Das ist perfekt. Super. Super. Hallo? Hey. Alter, Max. Du, was habt ihr hier Geiles gemacht? Ja, wir haben uns ein bisschen gekümmert, ne? Wie geil, bitte. Was machst du? Feuerwerk, weil du wieder da bist. Ich freue mich einfach. Wo sind die anderen? Guck mal, dreh dich mal um. Max, ich habe hinter dir Dynamit hingeworfen. Ja? Und das dauert noch ein bisschen, bis es explodiert. Nee, ich glaube, das ist ein Signal Flare. Das okay. Ist der Wiedereinstieg aus Call of Duty. Okay, hast recht. Max, soll ich dir kurz die Neuerung in der Base... Was ist passiert? Ja, Caruso ist aus dem Team ausgetreten. Lass mich kurz... Ich okay, hab noch was Neues in der Base. Ich zeig dir, was noch geil ist, okay? Max, wir haben die Sicherheitsschleuse vergrößert. Siehst du das? Ja, ich habe alles nochmal upgradet. So, dann kommt man hier in die Base rein, ja? Dann haben wir hier überall Licht in der Base, wie du siehst. Romatra hat überall Strom gemacht. Wir haben Lampen jetzt in der Base. Sau geil. Dann haben wir natürlich hier, ich habe nochmal einen äußeren Ring aus... Mann, übel gemütlich. Ich habe nochmal einen äußeren Ring aus Metall gezogen. Oh, was habt ihr alles Geiles gefahren? Ja, das war ich alles. Das war alles ich. Aber ich habe noch was... Das war wirklich no joke, alles ich. Aber Max, ich habe noch was Krasseres für dich. Schau mal hier. Was baust du mal für Solarpanels? Die kleinen, ne? Ah ja, geil, ja. Mhm. Dann geht's hier halt weiter hoch. Wir haben alles sortiert. Hier ist nochmal ein Brewing Table. Wir haben überall Turrets aufgestellt. Hier, guck mal. Überall Turrets aufgestellt, die bringen dich um, wenn du nicht im Team bist. Ist der vollautomatisch? Ja, der ballert direkt los. Ist der vollautomatisch? Ja, dann ist hier mein Schlafzimmer. Ich penne hier im Ofenraum. Hier wohne ich. Also hier ist ein ganz entspannt. Okay, vorsichtig. Geh runter. Okay, Romatra hat reingekackt. Romatra hat dir keinen Progress gegeben, keinen Zugriff gegeben. Das heißt, du kannst jetzt gerade unser... Ich blute. Du kannst unser Dachgeschoss gerade nicht betreten, bis Romatra zurück ist. Nein. Ah, oh Mann, ich blute! Hallo? Hallo? Ja, ich... Hallo? Hallo? Hier bin ich, Juri. Ich bin mit ihrem Papa-Booster unterwegs. Ich kann dich ganz schlecht hören. Ich hab so den Baby hier umhängen. Warum ich hier nicht ganz dann ausgeraut? Ich kann... Junge, lass es! Lass es! Oh nein, er ruft schon wieder an. Geh mal bitte dran. Junge, Alter. Reapers, checkst du, dass der da drin ist? Was macht der schon wieder? Warum? Ja, Bro, ich wollte mit dem talken. Ich musste mich gerade reinschielen, Digga. Der hat sich in unsere Base ist der drinne. In unserer Camps ist der. Wie geht das? Wie macht der das? Warum ist der da drinne? Wie hat er das gemacht? Ich gehe jetzt mal raus und talk mit dem. Aber ich will wissen, wie der da reingekommen ist. Philo? Yo, warte mal, ich komme mal zu dir. Philo, kurze Frage. Ja? Wie bist du da reingekommen? Wo bin ich reingekommen? In das Campshäuschen. Welches Campshäuschen? Ich hab dich gerade da drin gesehen. Hör auf zu lügen. Ich war gerade im Gebüsch außerhalb der Base. Was hast du da drin gemacht? Ja, ich bin Klavier gespielt. Komm mal raus, ich hab keine Waffe, ich hab nur eine Trompete. Nein, Ich bin jetzt den weiten Weg hergekommen. Du ballerst mich wieder mit einer Aoka-Pistole um. Ich habe nichts, Revi, ich habe nichts. Wir hatten ein schönes Telefonat, ist alles gut. Komm mal raus jetzt. Bro, was hast du da drin gemacht?
Klavier gespielt. Wie bist du da reingekommen? Klavier gespielt. Wie bist du da reingekommen? Revi. Wie? Das ist meine Base. Ich habe die gerade gebaut. Ich habe die extra aus Holz gelassen, damit ich die easy wieder abreißen kann. Ich habe die extra aus Holz gemacht. Ich habe nichts, Revi. Doch, das... Revi, willst du mich... Also, jetzt ist aber gleich Feierabend. Bro, warte mal. Die ist nicht aus Holz. Komm, die ist aus Metal. Ja? Nein, das ist Holz. Guck's dir an. Vorne, das ist... Das ist Holz. Was ist das da vorne? Das ist Holz. Das ist ein Fenster. Das ist ein Fenster. Das ist ein Doorframe. Ach, da warst du drinne. Ja. Ich dachte, du wärst bei uns im Campshaus gewesen, da rechts. Nein, deswegen wusste ich nicht, was du mit Campshaus meinst. Digga, ist das jetzt... World is gonna roll me. Was ist das? Let's go! Das ist doch nicht dein Ernst. Wie... Was? Du kannst hier... Pass auf, ich will ein Geheimnis lüften, okay? Ja, was denn? Siehst du meine Maske? Ja. Siehst du meine Maske? Ja. Ich bin Lizardmann. Okay, verstehe ich den Witz, verstehe ich, ja. Yo, holy shit, wer hat das gemacht? Das war ich gerade, ich hab dir was gemacht. Das ist ein guter Witz, ne? Das ist schön, das ist sehr lieb auch. Ja, Bro, das mit dem Haus, das geht glaube ich nicht. Du kannst, also, kannst ja nicht hierbleiben, ne? Ja, wieso nicht? Ist das nicht schön genug? Nee, also wir haben ja schon einen Musiker bei uns gehabt. Ja. Caruso halt. Wie? Ja, der hat halt auch mal Musik gemacht, ja. Aber ganz ehrlich, als Immobilienexperte ist das schon ein schickes Haus. Das kannst du gut bewerten. Es geht, aber warte, Reapers, warte, der spielt jeden Song, den du willst. Hallo Leute, heute schießen wir Cookie zum Mond. Junge, der Admin liegt dich, guck mal. Was ist das denn? Das ist Fake Admin. Der liegt dich einfach in-game. Nein, das ist keine Mini-Datei. Max, das ist Fake-Shit. Das sind die Hater. Das sind die Hater. Guck, ich hab Admin geschrieben, er weiß Bescheid. Kann der Admin uns gerade hören? Ja. Admin, hallo? Du musst dich flüstern. Oh mein Gott, der kommt einfach aus nichts als Mumie, wie creepy. Wo? Das ist ein Jumpscare-Admin. What the fuck? Der kann auf einmal hinter dir sein. Hast du das gesehen? Nein, wo ist er? Output Port Rust. Rot und Klammer von Admin. Ja, aber du musst verstehen, Rust ist ein englisches Wort, Trimax. Das heißt Rost. Ja. Das ist halt ein Programm, womit du deine Fenster und sowas sauber machen kannst. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist halt ein ungünstiger Zufall, dass das jetzt auch Rust heißt. Ja, MIDI ist halt auch was anderes in der Regel, eigentlich. Also MIDI zum Beispiel, also... Ja, wie soll ich das erklären? Das ist schwer zu erklären. Mit roten Kreisen, ne? Und man hat auf das, YouTube... Das ist ein Thumbnail. Das ist ein Thumbnail-Screenshot. Das ist ein Musikproduktionsprogramm, glaube ich. Okay, Leute, ich habe da oben auf jeden Fall 100%ig jemanden gehört. Also ich werde jetzt da hochgehen und gucken, was da abgeht. Ich bin mir sicher, dass die da oben ihre Base wieder aufsetzen. Das kann nicht anders sein. Ich glaube, die nehmen einfach jetzt gerade diese, dass wir halt gerade weniger Leute sind und so, ist halt für die übelste Chance. Da ist jemand in der Base gewesen. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Base nicht mehr decayt, dann ist Big Ripperoni, weil dann nutzen die wieder. Und dann haben die nämlich hier oben eine Position, die für uns so eklig ist. Was haben die hier gemacht? Die haben alle Kisten mitgenommen? Die waren hier. Und vor allen Dingen haben die ja zugemacht. Irgendwie fühlt sich das nicht so nice an, wenn das die hier waren. Wir müssen das Ding jetzt hier ein für alle Male wegmachen. So, nice. Geht doch, Alter. Sehr schön. Okay. So, und jetzt... Komm mal raus hier. Okay, Bro. Die Base müsste jetzt eigentlich... Ich habe jetzt da den Schrank komplett zerstört. Zwei Stahltüren reingemacht. Eigentlich... Also, es dauert jetzt ein bisschen, aber ich denke mal, das müsste jetzt klar gehen, so. Aber, Bro, ich sag's dir, wie es ist. Die waren hier. Die waren hier. Die sind eben hier gewesen und haben noch Sachen aus der Base geholt. Irgendwas haben die hier gemacht. Und ich habe über die Befürchtung, Digga, dass die nochmal wiederkommen und uns auf den Sack gehen wollen. Weißt du, was ich meine? Weil als ob, Digga, wir haben mit Nicoletta alles rausgeholt und die kommen nochmal zurück, nehmen Schaden an ihren eigenen Barrikaden, um dann was zu machen? Um Schränke mitzunehmen und Truhen? Das kannst du mir nicht erzählen, Digga. Die haben safe gecheckt, ob hier noch alles intakt ist, damit die hier eine Base upsetten können, damit die uns von oben wieder auf den Sack gehen können. Also ich meine, jetzt kommen sie nicht mehr rein so einfach. So, sie müssten aufspringen. Das ist deren Base und die sind abgehauen. Ja, richtig, aber die waren eben nochmal hier. Ich habe eben gehört, dass die hier Schaden bekommen haben und an der Tankstelle habe ich sie auch nochmal gehört. Er ist wieder weg. Ja, ich weiß. Ist wieder da? Nice, sehr schön, Max. Hit, Sniper Hit. Sehr schön, der ist knocked, der ist dead, der war knocked. Ey, was ist, wenn wir gegenpushen? Brandmunition, Tür durchschießen oder mit Satchel? Nein. Ist das Reapers? Nein. Ist es nicht. Okay. Hab auch getroffen. Hab ihn. Oh, lol, es war Oh, Digga, es war Chef Strobel. What the f. Strobel, es tut mir so leid, dass ich dich gerade so geil weggeholt hab, Alter. Alles gut. Wo ist mein Stuff, Brady? Hey, deine Leiche liegt noch da, Bro. Deine Leiche ist noch da. Jasko. Hey, komm mal ans Fenster.
komm ans Fenster. Du, wo bist du denn? Hier hinter der Wand, ne? Jasko, schau mal, du wohnst doch nicht mehr hier in der Base, ne? Ja. Und wieso hast du hier noch deinen Schlafsack? Weil du den eingebaut hast, mein Schlafsack. Aber wieso hast du nicht einen neuen gemacht? Oben ist in der Wüste ist halt super warm. Ich sterbe da die ganze Zeit vor Hitze. Das geht nicht, man kann vor Hitze nicht sterben. Doch, ich habe kein Zinken. Da wollte ich doch vorhin Zinken kaufen von dir, du wolltest mir keine verkaufen. Und ihr habt eben versucht uns zu Base raiden, ne? Nein, das war ich nicht, das war ein Lame und so, Babo. Okay, glaube ich flippt die Wand nochmal ganz kurz mit dem Hammer. Ich bin doch schon wo komplett anders. Dann hast du nämlich die Weaks, die Strong Side auf deiner Seite, weißt du? Warte, ich hol kurz einen Hammer. Das hat kein Mensch verdient! Weißt du, Jasko, wir könnten wirklich eine nice Zeit haben. Aber das Problem mit dem Vertrauen, das ist so eine Sache, verstehst du? Vertraust du mir immer weiter, noch nicht? Weiter, lauf weiter, lauf weiter. Naja, du könntest sehr viel Scheiße bauen, weißt du? Passt es nicht, dass du mir immer noch nicht vertraust und ich hab dir mein Wort gegeben. Das okay. Ist respektlos. Gut. Vertraust du mir oder nicht? Ich vertrau dir. Ab dafür. Mach's gut. Max, komm her. Ich zeig dir jetzt, wie man mit sowas hier umgeht. Sag mal. Weg! Die braucht ein bisschen länger. Da ist noch eine. Geile Bombe, Digga. Ah, Max! Das sind Billigbomben, Wir haben keine anderen gerade. Warum machst du denn so viele? Weil manchmal die Türen auch nur drei brauchen. Deshalb, Digga. Hallo? Nicht ja. Töten, nein, warte! Das Ding ist, Bro. Also, wenn du jetzt halt hier wieder spawnst, bist du wieder trapped, ne? Nein. Doch. Weil, hast du einen Hammer? Ich heb das Bett auf. Dann raus jetzt hier. Bau alle Schlafsäcke ab. Komm, mach auf. Fuck. Komm, wir gehen. Ist alles erledigt. Das wertet. Raus. Ja. Raus. Lame. So, wie? Wie gesagt, ich wollte nicht spawnen, um sonst noch was zu machen. Ich sag dir jetzt eins. Solltest du uns wirklich angreifen, ich schwöre dir, Bro. Ich schwöre dir, ich werde ein Hochsicherheitsgefängnis bauen, wenn ich von irgendwem von deinen Leuten angegriffen werde. Inshallah. Ich baue um deine Base eine weitere Base, Digga. Ich trap dich in komplett Full Metal, dass du da nie wieder rauskommst. Und du wirst auf diesem Server keinen Spaß mehr haben, okay? Wir haben einen Deal. Entweder du hältst dich jetzt da dran und zeigst dich hier nicht mehr. Oder wir haben wirklich ein Problem. Ich sag's dir... Digga, ich stehe nachts mit einer Kettensäge vor dir. Gib mir einen Headshot! Gib mir einen Headshot! Headshot! Gib mir einen Headshot! Okay. Töte mich! So, dann haben wir es geklärt. Du kommst jetzt nach Hause, Alter! Unsere Base fällt auseinander, Reapers! Hör auf, dein Geld hier auszugeben! Nein! Der Mann hat ein Spielproblem! Ich nehme ihn jetzt mit! Max, jetzt fang dich auch noch damit an! Du hast 50.000 Euro in FIFA gesetzt, jetzt lass es! Nach Hause jetzt, Jungs, wir gehen! Macht jemand Stress? Security? Ich habe 11 Scrap. 11 Scrap auf. Sein letztes Hemd zieht er aus. Auf Rot. Wenn das nicht rot ist, ich knall hier alle ab. Ich bringe alle um. Ich habe eine Shotgun mit 20 Schüssen. Ich töte hier jeden. Ich kann mit Verlust nicht umgehen. Schwarz. Rot. Oh, let's go! Nein. Let's go. Oh mein Gott, okay. Ja, drauf. Ey, das ist schwarz! Ja, das ist echt. Let's go, Max! Jetzt können wir uns Lose kaufen. Okay, also ich tippe eins an und dann unpacke ich das, oder? Wenn das jetzt ein Helikopter ist, Reapers, wir fliegen nach Hause, wir fahren nicht! Wir fliegen! Ich weiß nicht, was ist. Ich habe nichts bekommen. Oder habe ich was bekommen? Ich sehe nicht, ob ich was bekommen habe. Also mein gesamter Chat sagt, ich habe nichts bekommen beim ersten, aber ich öffne mal das Ei. In dem Ei war einfach Holz drin. Kann ich das auch haben? Ich gebe auch einen Holzhammer dafür. Geil. Aufbrechen. Kann man auch eins haben oder. Oh mein Gott! Wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt ganz schnell los. Wir müssen nach Hause fliegen, Leute, wir fliegen nach Hause. Steig ein, Apostel, einsteigen. Get in, Apostel, get in. Das ist einfach nur unglaublich schön. Was kostet der Heli, wenn man den kauft, den großen? 1K, glaube ich. 1250 Scrap ja, nur? Ja. Den kann man bei dir kaufen. Aber wann ich dürfte, wenn erst die Kisten zu fliegen, dann. Das ist nicht unsere Base. Revi. Was denn? Revi, nimm mich mal mit, hallo. Revi, nimm mich mit. Ja, steig ein. Ja, komm rein. Bist Max, Alter, what the fuck, Max, warum machst du das? Max, what the fuck? Oh nein. Ah, wie fliegt man den? Hilfe! Oh. Revi, oh Gott, hoch, Hilfe! Revi. Wie komme ich hier raus? Wie peinlich, Revi, wolltest abhauen. Ah! Revi, nicht in die Base! Oh Gott, ich muss hier raus! Ah! Revi, oh! Revi, ich liege am Boden! Revi. Hilfe! Hilf mich auf! Das Ding ist außer Kontrolle gewesen! Joshua, ja, bist du lost eigentlich? Hast du dir echt Geschenke gemacht oder was? Nimm denen das mal alles wieder ab, was du denen da gegeben hast. Jeder hat ein goldenes Ei bekommen. Achtung, Leute! Jeder hat ein goldenes Ei bekommen. Nein. Alle, die gerade im Casino waren, haben eins bekommen. Goldenes Ei ist trotzdem geschenkt. Du darfst kein... Warum?
Ich hab keins bekommen, ich wollte auch keins. Ist Trimax mit dem Heli explodiert? Trimax! Der ist noch schlechter als ich! Der ist noch dümmer als ich! Ja? Das war Trimax! Wo ist mein Loot? Liegt der dann auch gar, ne? Mein Loot liegt da im Feuer. Aua! Alter! Oh Mann, ey. Jetzt muss ich mir drei neue Helikopter kaufen.